Stark werden. Brücken bauen für ein gesundes Aufwachsen. Das ist Martina Berger. Sie ist Erzieherin im Kindergarten Sonnenschein. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen arbeitet sie täglich mit vielen Kindern aus ganz unterschiedlichen Familien. Die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte ist sehr vielfältig. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und Familien können eine große Herausforderung darstellen. Einzelne Kinder und Familien sind zudem mit besonderen Problemlagen konfrontiert. Diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist nicht einfach und kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Um die Gesundheit von Kindern und ihren Familien sowie den pädagogischen Fachkräften zu fördern und den Kindergartenalltag positiv zu beeinflussen, überlegt Frau Berger gemeinsam mit ihrer Leitung und dem Team, wo sie Unterstützung finden könnten. Frau Berger erfährt von Starkwerden. Starkwerden ist neben den frühen Hilfen ein neuer Baustein der Präventionsstrategie im Landkreis Karlsruhe. Dieser setzt bei Kindern im Alter von 3 bis 7 Jahren an, mit dem Ziel, ein gesundheitsförderliches Aufwachsen zu ermöglichen. In Kitas und Schulen können nahezu alle Kinder und deren Familien niederschwellig erreicht werden. Deshalb setzt Starkwerden an diesen Orten an. Für den Landkreis Karlsruhe gibt es regionale Präventionsbeauftragte. Diese sind für die Kitas in einer Lotsenfunktion für die 5 Raumschaften Bretten, Bruchsal, Graben-Neudorf, Mittlerer Landkreis und Ettlingen zuständig. Die regionalen Präventionsbeauftragten beraten und begleiten die pädagogischen Fachkräfte vor Ort und vermitteln vielfältige, passgenaue Angebote. Zudem gibt es ein gut ausgebautes Netzwerk aus Jugendhilfe, Gesundheits- und Bildungssystem, das in stetigem Austausch ist und unter anderem 2-mal pro Jahr zu Netzwerktreffen zusammenkommt. Das Angebot umfasst Beratung und Begleitung von Kitas, Koordination und Aufbau von Netzwerken, bedarfsorientierte Fortbildungen, Organisationsentwicklung und Online-Veranstaltungen. Frau Berger spricht mit ihrer Leitung über Starkwerden und zeigt ihr die Website starkwerden.landkreis-karlsruhe.de. Dort finden Sie den Kontakt Ihrer regionalen Präventionsbeauftragten und weitere hilfreiche Informationen. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.